DB-Pokalfinale Spannung, Feuer, Damen-Eishockey. Der ESC Planegg Würmtal gegen den ERC Ingolstadt. Im letzten Jahr mussten die Mädels in Rot vom ESC Planegg den Pott an Berlin abschenken. Die Revanche gestern klappte dann ganz gut und so ist eigentlich der Weg frei für den nächsten Pokalsieg. Diese Damen möchten das aber verhindern, die Premierenteilnehmer vom ERC Ingolstadt. Das merkte man auch von Anfang an. Die Schanzerinnen ohne Angst vor dem deutschen Meister und gleich mal mit der ersten Chance durch Christine Schmidt. Nicht lange verschnaufen, die nächste Gelegenheit hinterher, die Ingolstädterinnen sichtbar motiviert, aber erstmal ohne Torerfolg. Und Planegg, die auch mal mit einer Chance. Der erste Versuch ist noch ohne Erfolg, doch die Würmtalerinnen setzen nach und versuchen es gleich wieder. Drin das Ding, 1:0 durch Kerstin Spielberger. Dieses Spiel ist echte Werbung für Frauen-Eishockey. Beide Teams legen hier von Anfang an ein hohes Tempo hin, ein offener Schlagabtausch. So ergeben sich dann auch solche Gelegenheiten. Tracy McCain allein vom Tor, aber sie scheitert an Julia Graumke. Eine sehr unterhaltsame Partie. Dann auch wieder mal Würmtal mit einer Chance, aber das wurde erstmal nichts. Im zweiten Durchgang die Partie ähnlich intensiv wie der erste Spielabschnitt. Planegg mit einer ersten Möglichkeit, doch die war nicht ganz so gefährlich, dafür Ingolstadt ordentlich am Drücker. Bulli gewonnen und mal von hinten abgezogen, ein schöner Versuch, aber ohne Erfolg. Der ERC immer wieder aufs Tor der Roten, Laura Barnes zieht ab und Tracy McCain vollendet zum 1:1. So geht es auch ins dritte Drittel, was genauso feurig geführt wird wie der Rest der Partie. Beide merken, eine Situation, ein Fehler, ein Tor. Alles, was jetzt passiert, kann zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Beide wollen den Sieg. Ingolstadt mal mit einer Mehrfachchance. Julia Graund ist auf Zack, hält den Kasten sauber. Genauso wie ihr Gegenüber. Planegg hat ebenso wenig Glück im Abschluss wie die Schanzerinnen. Logische Konsequenz, Penalty schießen. Und das erste Ding gehalten von Lisa Gemmel. Nun kann Ingolstadt den ersten Vorteil holen. Tracy McCain, die Torschützin aus der Partie, scheitert allerdings. Jetzt Kerstin Spielberger für den ESC Planegg Würmtal. Aufgepasst, drin der Puck. Freude pur. Besonders weil Julia Graumke auch den nächsten Penalty-Shot hält. Nun kann dieser Schuss bereits entscheiden. Achtung, Achtung, Lisa Gemmel hat die Kontrolle. Es bleibt offen. Nun muss Graumke halten, damit der ESC Pokalsieger wird. Laura Barnes tritt an, aber gehalten. Der ESC Planegg Würmtal ist Pokalsieger. Insgesamt bin ich zufrieden. Es war vielleicht ein bisschen Glück dabei, weil im Shootout, das ist ein bisschen ein Glücksfall, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir sind super glücklich über den zweiten Platz. Natürlich mit einem weinenden, lachenden Auge, wenn man im Finale ist, will man Erster werden. Dass es dann im Penaltyschießen sich entscheidet, das ist immer eine 50-50-Chance. Das DB-Pokal-Final Four, zwei Tage lang Spitzenfrauen-Eishockey im Wellblechpalast mit einem Sieger, dem ESC Planegg Würmtal, der innerhalb von zwei Tagen zwei Pokale in die Luft stemmen darf.